Ja, hallo. Ich habe eben eine Mail bekommen eines Kunden, eines Trainingsteilnehmers mit der Frage, woran man erkennen hätte können, dass der Tag heute sich so entwickelt, wie er es denn dann auch gemacht hat. Zum einen kann man nicht in die Zukunft schauen. Also, das muss man einfach sich so im Klaren sein. Es geht hier tatsächlich nur um Wahrscheinlichkeiten. Aber, dass der Tag so sich entwickelt hat, war sehr wahrscheinlich. Und warum das so ist, möchte ich Ihnen jetzt einfach mal anhand dieser Charts zeigen, die auch nur ganz wenige Indikatoren haben. So, ich breite gerade noch ein anderes vor. So, genau. Jetzt ziehen wir das mal hier rüber. Das ist das Tageschart. Das war der gestrige Tag, beziehungsweise es ist kein Tag, es ist ein 120-Minuten-Chart. Aber das hier war der gestrige Tag. Was ich noch machen kann, ist, ich kann, ups, falsch, die Breaklines eintragen. Genau. Das, was Sie etwas besser sehen kann. Dann sehen Sie auch, wann hier welcher Tag ist. Also, das war der gestrige Handelstag hier. Und der gestrige Handelstag zeigt schon eine gewisse Stärke. Wir haben also hier einen Doppelboden gemacht zu vorgestern oder Freitag war das. Und den haben wir getestet, sind dann nach oben gelaufen mit einer Kerze, ja mit einer starken Trendkerze, Spike and Channel. Sie erinnern sich vielleicht, wenn Sie an den Trainingskurs mitgemacht haben auf unserer Seite. Und dann haben wir am oberen Rand geschlossen, ja, am oberen Rand dieser Range. Insgesamt befinden wir uns aber hier in einer Seitwärtsphase, was Sie ja gut sehen, wir haben hier einen oberen Rand der Seitwärtsphase, wir haben hier einen unteren Rand der Seitwärtsphase. Im Volumenprofil kann man das gut sehen, wenn man den von uns verwendeten kostenlosen Indikator sich anschaut, dann sieht man hier diese schöne Bell Curve, diese schöne Verteilung des Volumens, so wie Sie sehen hier, dass der VPOC hier bei 11.464 ist. Und Sie sehen, dass wir uns zum Rand dieser Zone bewegt haben. Ja? Sie sehen also, dass wir hier vom VPOC hinweggelaufen sind. Das heißt, wir testen jetzt hier den Rand dieser Zone, dieser fairen Preiszone. So, was Sie in diesem zusammengezogenen Chart noch sehen, ist die nächste faire Preiszone. Ich zeichne das einfach mal als Rechteck ein. Das heißt, wir haben hier eine faire Preiszone und wir haben hier eine faire Preiszone, ungefähr hier, muss man gar nicht so genau machen. Das sind die beiden fairen Preiszonen, mit denen wir jetzt gerade zu tun haben. In dieser fairen Preiszone haben wir gehandelt, wir haben korrigiert, das war, hier sind die Allzeithochs des DAX, dann haben wir hier runter korrigiert, nächste Etappe korrigiert, so und haben jetzt hier einen Boden gefunden, hier einen etwas höheren Boden und befinden uns in dieser fairen Preiszone. Jetzt ist einfach die Frage, woran kann man erkennen, dass der Tag sich heute so entwickelt, wie er sich denn tatsächlich entwickelt hat? Dazu nehme ich mal wieder unser 5-Minuten-Chart. Das ist der gestrige Handelstag. Als Datenserie nehmen wir die Märkte, die europäischen Märkte, also von 8 bis 20 Uhr oder 22 Uhr. Und Sie sehen, hier haben wir um 22 Uhr ganz oben geschlossen. Und Sie sehen auch hier, das war um 17:30 Uhr macht ja der Cash-Markt zu. Das war danach nochmal eine schöne starke Bewegung nach oben gemacht. Da haben die Cash-Markt eigentlich gar nicht mitgemacht hat in Europa. Das ist schon mal das erste Indiz. Wir haben also über Nacht haben wir eine Long-Bewegung angefügt in Verbindung mit den amerikanischen Märkten und haben hier oben geschlossen. Wir sehen, dass hier der Handel einfach aufgehört hat. Wir haben hier kein sogenanntes Tapering, kein Abflauen des Volumens, sondern wir sehen, hier hat es aufgehört, weil die Handelszeit zu Ende ist. Und die Börse interessiert sich eigentlich nicht für Handelszeiten. Sie musste hier aufhören. Und aus dem Grunde haben wir hier oben so ein abruptes Ende. So, das ist das erste Signal. Gestern starker Trendtag. Lange Kerze auf Tagesbasis. Wir haben nach Börsenschluss Cashmärkte. Und da muss ich nochmal darauf hinweisen, Cashmärkte bedeutet, der G30, also in dem Fall hier der CFD oder auch der Future, der DAX Future, ist ja ein Future-Kontrakt, der auf dem Cashmarkt der deutschen Aktien basiert. So, und wirklich
echte Werte gibt dieser Future-Markt nur so lange, wie die unterliegenden Aktien auch tatsächlich real gehandelt werden. Bedeutet einfach, dass hier immer wieder eine Anpassung an den DAX, an den echten Cash-DAX vollzogen wird, denn das sind die Werte, die diesem Future-Kontrakt unterliegen. Ein Future-Kontrakt dient dazu, um eben zum Beispiel eine Aktienposition zu hedgen oder so. Sollte man immer im Auge behalten. Gut, also, wir haben also nahe des Schlusskurses hier, nahe des Höchstkurses geschlossen. Das ist die nächste Information, die wir haben. Jetzt schauen wir einfach mal ein Stück weiter, was ist passiert. Wir haben heute Morgen hier eröffnet, hier bei 11.664 sind runtergelaufen und sind in der ersten Kerze, das ist ja jetzt ein 5-Minuten-Chart. Oh, muss gerade mal meinen Newsfeed ausschalten. So, Newsfeed ist aus. Sind in der ersten 5-Minuten-Kerze, also der Eröffnungsrange, sind wir runtergelaufen bis 11.650 ungefähr. Schauen wir mal an, was der Markt weitergemacht hat. Oh, wir haben also hier drunter nochmal getestet. Wir konnten noch nicht mal das Hoch von gestern mehr testen, sondern in der nächsten Kerze wurde die erste Kerze schon wieder revidiert. Und wir sind erst um 8:05 Uhr oder 8:10 Uhr jetzt. Das heißt, der Aktienmarkt selber hat noch gar nicht geöffnet. Die Aktien werden noch gar nicht gehandelt. Wir haben gestern an einem Hoch geschlossen, fast am Tageshöchstpunkt. Wir eröffnen heute mit einem Gap nach oben, also nochmal ein Stück weiter hoch. Wir versuchen in der ersten Kerze zurückzulaufen, um eben dieses Gap zu schließen und um eben an die Kurse von gestern heranzukommen. Bereits in der zweiten Kerze passiert, dass das die erste Kerze einfach mal ebenso revidiert wird. Wie viele Zeichen für einen stärkeren Markt braucht man denn dann noch? Ja, und jetzt können wir uns anschauen, was der Markt gemacht hat. Er hat hier nochmal getestet, da waren also noch weitere Verkäufer. Nochmal getestet. Und bumm, dort geht's ab. Das heißt, wir brechen hier nach oben aus. Okay? Die Open Range wird nach oben verlassen. Wir bauen hier die IB High auf, also die Initial Balance Zone. Und so geht es dann auch weiter. Testen nochmal die Open Range. Ja? Also da, wo wir ausgebrochen sind, testen wir nochmal. Das ist eine Einladung für all die, die den Einstieg verpasst haben. Und ab geht's. Nächster Ausbruch, nächster Ausbruch und so weiter und so fort. So hat der Tag sich entwickelt. Man sieht jetzt, hier ist so gut wie kein Volumen. Hier ist das Volumen. Mittlerweile hatte ja auch der Cash-Markt schon geöffnet. Also hier haben wir die Eröffnung des Cash-Markts. Die Aktien gehen also auch mit hoch. Und so entwickelt sich der Tag nach oben. Ja? Auch hier sieht man, dass immer wieder, wenn der Markt runtergehen will, er immer wieder Käufer findet. Trotzdem, dass wir von hier 11.648,50 bis hier schon fast 100 Punkte, 200 Punkte gelaufen sind. Wir sind ja schon 150, 170 Punkte gelaufen. Ja, also über fast 2%. So schaut das Ganze aus. Da ist nichts short, da ist gar nichts an Korrektur bis hierhin. Und jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal auf dem anderen Chart an. Sekunde, das war der hier. Genau. Das ist ja ein 120-Minuten-Chart. Jetzt schauen wir mal, was uns dieses Chart sagt. Dieses Chart sagt uns, dass wir hier diese Zone jetzt verlassen haben. Wir sind also da rausgelaufen, sind wieder in diese Zone gelaufen. Ja, muss man sich auch darüber im Klaren sein. Und da befinden wir uns jetzt drin. Und wenn wir uns jetzt diese Zone mal genauer anschauen, das kann man ja schön machen mit diesem Indikator, indem wir einfach hier bis an den Rand gehen. So, das ist die letzte Kerze aus der Zone. Sie sehen hier unsere aktuelle Kurslinie. Jetzt ziehen wir das Ganze groß und Sie sehen jetzt hier an der Seite, ich nehme mal das Rechteck wieder raus. So, hier sehen Sie jetzt die Bell Curve, also die Volumenverteilungskurve dieser seitlichen Zone, beginnend bei dieser Kerze hier bis zum Ende dieser Kerze hier. Und wir befinden uns jetzt hier genau am höchsten Volumen aus der Zone dieser Seitwärtsbewegung. Und das ist die Auktionstheorie. Das heißt, der Markt sucht neue, faire Preise. Wir haben also festgestellt, unten
fasse jetzt nochmal zusammen. Hier unten haben wir festgestellt, hier haben wir eine faire Preiszone. Die wurde eine ganze Zeit lang durchhandelt, um dann heute hier auszubrechen und sind in die neue faire Preiszone eingedrungen. Jetzt testen wir erstmal den Bereich des fairsten Preises aus dieser Zone. Das ist der Volumen Point of Control, hier zu sehen eben an dem Composite-Volumen, was ich eingezeichnet habe. Und dann testen wir tatsächlich, ob es hier weitere Käufer gibt und der Preis die Möglichkeit hat, weiter nach oben zu gehen. Sollten wir hier keine Käufer mehr finden, heißt oder bedeutet, der Preis ist nicht fair, dann werden wir zurück in diese Zone laufen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier unten die 12.258 nochmal testen werden und möglicherweise nach unten durchbrechen. Sollten wir hier den Test auf die Zone machen, also zurücklaufen hier an die Zone und dann weiter nach oben zu laufen, dann sind die neuen Targets die 12.053, möglicherweise dann neue Allzeithochs. Das ist die Beobachtung des Marktes und das ist die Einschätzung des Marktes im ohne große Indikatoren, einfach nur betrachtet nach der Auktionstheorie. Das kann man mit kleinen Kontrakten wie hier im CFD zum Beispiel handeln. Ein Kontrakt hat den Wert von 22 Cent. Also wenn man einen CFD auf den DAX handelt, sind das 22 Cent, Eurocent. Das heißt, hier bietet sich eine Menge Möglichkeiten zu handeln, zu traden, ohne ein großes Risiko zu haben. Und das Ganze kann man von zu Hause machen, man kann das aber auch über das Handy machen. Und dazu werde ich demnächst nochmal ein neues Video zeigen, wie ich das mit meinem FXCM-Konto mache und wie ich dort Positionen halt eben im Markt handle und auch drin stehen lassen kann und auch mal mit dem Handy dann weiterhandeln kann, wenn ich nicht die Möglichkeit habe, in der Position drin zu sein. Denn das, was sich gestern angedeutet hat, wäre heute Morgen für viele Trader eine ideale Einstiegssituation gewesen, um diesen Move nach oben eben mit einem kleinen Risiko zu handeln. In dem Sinne, ich hoffe mir, dass dieses Video Ihnen so ein bisschen nochmal was vom Thema Auktionstheorie vermittelt hat und dass das Video Ihnen auch hilft, den Zusammenhang, den Konsens aus den Märkten zu erkennen. Ja, warum, weshalb man manche Situationen so einschätzen kann und eher so einschätzen kann als wie anders. Okay, 12 Minuten, fast 15 Minuten, Viertelstunde, das Video ist lang genug, sollte ausreichen. Ich hoffe, hat Ihnen geholfen, hat Sie nochmal inspiriert und motiviert, da mehr zu machen. Und ich kann hier nur empfehlen, NinjaTrader mit den Kombinationen, wie wir sie hier haben, und im FXCM-Konto ist eine interessante Sache, um damit eben Future-Märkte zu handeln. Und auch CFDs und Währungen. In dem Sinne, machen Sie es gut, halten Sie die Ohren steif, Ihr Axel Büscher.